So, das ist Großmeister Alexander Dontschenko, einer der besten deutschen Spieler. So, hier, damit du es siehst, ne? Setz dich mal dazu. Hallo alle zusammen. Du guckst bedröppelt rein, was ist los? Ich habe, wie soll ich sagen, ich spiele Doppelrunden, ich spiele nur schwarz und ich krieg nicht genug Schlaf, aber sonst geht's gut. Also das erste erstmal, wieso kriegst du nur schwarz? Ich weiß nicht, das ist vermutlich Teil der genialen Strategie unserer Mannschaft. Ich habe keine Ahnung. Wer entscheidet das? Unser Mannschaftskapitän. Dauthoff? Nein, Sven Noppes. Sven Noppes entscheidet, wer bei euch an die Wand spielt? Soweit ich weiß, zumindest ich entscheide es nicht. Also. Okay, ich kenne das, wenn man als Schachspieler immer nur schwarz bekommt, irgendwie drei hintereinander, hat man echt so einen Hals irgendwann. Ne? Und den spüre ich gerade bei Alexander, diesen Hals gerade. Ja, wenn man mal auf meine Kartei von der, bei der Bundesliga-Seite geht, dann sieht man, ich habe die letzten 6 Bundesliga-Partien schwarz gehabt. Ich hätte dann auch so einen Hals. Dann kann auch das Geld auf dem Bankkonto, scheiß drauf, dann kriegt man irgendwann einen Hals. Naja, dann denkt man sich einfach, ja, okay. Ist ein Job. Ich spiele jetzt und irgendwann ist es vorbei. Das mit dem. Könnt ihr noch einmal starten und dann ist alles gut. Also, genau. Wir starten einfach gleich. Das, was wir erzählen, ist ja jetzt sowieso leichter. Noch einmal ein ganz kurzes Intro nochmal und dann ist eigentlich perfekt. Das wird ein richtig schönes Video. Könntest du die Tipps machen? Ja, ich stelle ihn vor. Wir werden jetzt aber nicht nur noch das Gleiche sagen. Genau, einfach vorstellen. Ja, ja. Sag mir sobald du bist, dann fangen wir an. Im Hintergrund, wenn ihr euch wundert, was ich jetzt hier mache, das ist der Orca Chess. Die machen jetzt einen Film für Grenke Chess. Übrigens, geht mal auf den YouTube-Kanal von Grenke Chess. Dort veröffentlicht Orca Chess seit Tagen, ne? Also seit Donnerstag natürlich, Videos über die Schach-Bundesliga, hier über die zentrale Endrunde. Super geile Qualität, super Videos, Impressions etc. So, jetzt habe ich hier einen super netten Gast, Großmeister Alexander Dontschenko. Er lächelt jetzt in die Kamera. Einer der stärksten deutschen Großmeister, immer wieder die Nummer 1 gerade, behagt sich damit Matthias Blühbaum, wer der beste Spieler ist. Aber ich glaube, ein Dritter wird die sowieso bald einholen, der Vincent. Ne, dazu werden wir gleich nochmal mit ihm sprechen. Danke, Alexander, dass du die Zeit gefunden hast, vorbeizukommen. Ich weiß natürlich, Doppelrunde ist immer hart, ne, jetzt gespielt gerade, aber die Partie gerade ging schnell zu Ende gegen Etienne Bacro mit Schwarz. Mit Schwarz gegen französischen Supergroßmeister, glaube ich, völlig okay das Ergebnis. Ne? Also ich denke ja, vor allem während der Partie, wenn man halt einem Gegner lange gegenüber sitzt, dann fühlt man irgendwie auch, was, wie seine Einstellung ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Bacro hat es heute nicht auf einen langen Kampf angelegt. Aber das ist nur meine Einschätzung. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich muss hier kurz meine Maus anstöpseln. Der Akku ist leer. Richtig schönes Freestyle-Video. Ja, sicher. Das ist Twitch-Streaming. Da kann alles passieren. Plötzlich sitzt man nackt hier. Keine Ahnung, warum. Genau. Und die Eröffnung, aber allerdings, nicht Naldorf, Moskauer Variante, sizilianisch. Du spielst ja auch wahrscheinlich Naldorf, ne? Kann das sein? Ja. Zuletzt spielen aber sehr viele gegen mich Läufer B5 Schach oder irgendwelche Sachen, die man als Naldorf-Spieler auch nicht besonders gerne sieht. Sowas wie im Naldorf selbst, sechstens A4, Läufer D3, halt irgendwelche nicht ganz kritischen Versuche. Mhm. Aber die halt so relativ, sag mal, einseitigen Stellungen führen. So, wir gehen jetzt erstmal zu Sommerkur, ganz kurz deine Partie, damit die Leute wissen, worum es geht. Ich hatte die schon so ein bisschen im Stream besprochen. Machen wir mal aus schwarzer Sicht, weil das ist ja deine Sicht, ne? Läufer B5, Springer D7, das ist so ein bisschen die Kampfansage eigentlich, ne? Im Prinzip ja, aber es liegt auch vielleicht daran, ich habe in dem Turnier schon Läufer D7 gespielt gegen Fedorchuk und ich möchte halt auch das ein bisschen durchwürfeln, damit man nicht immer weiß, was kommt. Als Profi kennst du natürlich die Varianten. Ne? Das ist nicht so, du bist ja nicht so eindimensional, spielst du mal das, mal also dies, mal ich, das. Ich habe das nicht, sage ich mal, zum ersten Mal im Leben gespielt. Ich spiele auch vorzugsweise Springer D7 und ja. Mhm. Er hat mich allerdings überrascht. Das, was er gespielt C4, hat, ne, ist relativ selten hier. Mhm. Also meistens spielt man entweder kurz Rochade oder sofort D4. Zum Beispiel kurze Rochade, ja A6 und Läufer D3. Ah ja, die Variante. Ja, diese Variante. Und es ist auch ziemlich positioneller Kampf, aber jedenfalls, er wollte was anderes spielen. Ich glaube, ich hatte schon bestimmt eine Partie dagegen, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern. Mhm. C4, ja, Springer F6, genau. Also die nächsten Züge sind ziemlich natürlich von beiden.
Genau, D4 nimmt Rochade und jetzt Läufer schlägt D7. Weiß wird diesen Läufer halt auch ohne Provokation einfach los, weil er keine gute Rolle hat. Läufer schlägt D7, Dame D3. Und wahrscheinlich gibt es hier einen genauen Weg auszugleichen, aber Springer G4 war doch gut, oder? Springer G4 ist ein vernünftiger Zug, aber ich sag mal, wenn hier beide Seiten einfach irgendwelche Züge spielen, dann wird Weiß auf Dauer vielleicht ein bisschen besser stehen. Das ist die Idee hier, Druck gegen C4 zu machen. Ja, er spielt auch korrekt Springer F3. Er hat keine Probleme damit, diesen Springer abzutauschen. Der Springer auf C3 ist viel wichtiger für Weiß. Gute Erklärung, gefällt mir. Er forciert das sogar hier. Könnte er dieses Tempo vielleicht sparen? Die Sache ist die, welchen Zug möchte er genau spielen? Er muss sich irgendwie entwickeln. Der Läufer kann nicht auf das beste Feld auf E3. Läufer D2 ist vielleicht möglich, aber... Deckt immerhin den, ne? Im Prinzip, diese Hängesituation mit dem Springer auf G4 und dem Springer auf F3 wird das irgendwann auflösen müssen. Und eventuell kann ich hier es so anstellen, dass ich Springer E5 und dann D schlägt E spielen kann, wenn er mir die Zeit dafür gibt. Deswegen kann das im Prinzip jetzt forcieren und verliert dadurch nichts. Läufer E3 ist korrekt. Ich kann hier bestimmt einen besseren Zug spielen als Läufer E6, aber ich hatte halt schon die Idee vor Augen, die in der Partie kam. Denn eigentlich ist das, was ich mache, nicht besonders gut. Er spielt B3, das ist korrekt. Und hier zunächst einmal, also es bietet sich an, B5 zu machen, eventuell, aber dann kommt einfach Springer schlägt B5, Läufer A1, Turm A1, A6 und Springer D4. Und ich glaube, Weiß steht hier einfach besser. Mhm. Dieses Qualitätsopfer wollte ich nicht annehmen und die Stellung so geschlossen, dass man nicht wirklich fühlt, dass Schwarz eine Qualität mehr hat. Der Bauer ist auch sehr schwach, ja. Ja, deswegen, ich spielte Dame A5 und hier hat er wahrscheinlich einfach, also objektiv kann er hier, sagen wir, Läufer D4 spielen oder sogar Läufer D2 und es entsteht eben das, was ich vorher gesagt habe, beide Seiten spielen irgendwelche ruhigen Züge und Schwarz hat einfach weniger Raum und steht ein bisschen unangenehm. Ich muss wahrscheinlich vielleicht Dame C5 machen oder so und ich habe irgendwelche Ideen wie Dame D4 oder so oder immer wieder A6 B5, aber im Prinzip, wenn Weiß das unter Kontrolle hält, steht er hier ein bisschen besser. Hauptsächlich wegen des Raumvorteils, würde ich sagen. Ja, das ist halt so. Er hat Raumvorteil und er kontrolliert die wichtigen Felder und lässt wenig Gegenspiel zu. Wieso sieht man unsere Gesichter nicht? Ach so, nee, man sieht schon, es ist nur das Gegenlicht. Gerade ist heute ein bisschen anders. Passt schon. Die anderen haben mir gesagt, das geht während der Sendung am Anfang. Schöne Erklärung hier von Supergroßmeister Alexander Donchenko hier. Ich denke, es ist nachvollziehbar, was er sagt. Dame A5 ist alles sehr, sehr stringent und logisch auch. Ne? Schach ist ein logisches Spiel. Und jetzt hat er einfach, ja, mit was hat er gemacht? Springer Turm C1. Nein, Turm AC1. Und das überraschenderweise funktioniert das hier halt sehr gut, dass ich den Läufer abgeben kann. Ja. Ja. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aus, was er macht, aber die Idee ist einfach dieses B5 hier und jetzt tauscht sich alles ab und. Ja, also Dame C3 ist sowieso schon mehr oder weniger ein Remis-Angebot, aber auch nach Turm C3 kommt B5. Und hier zum Beispiel, wenn Weiß Dame D4 spielt, so ein Zug, der droht Läufer A6 und eventuell auch Dame A7, aber ich spiele einfach F6. Und hier hat Weiß auch keine gute Möglichkeit, die Spannung aufzulösen. Und ich komme halt zu BC, oder wenn Weiß C5 spielt, spiele ich B4 und D schlägt C5. Also er kann nicht nehmen natürlich. Ja, er kann nicht nehmen, weil der Turm hängt. Und ja, zum Beispiel Turm FC1, B schlägt C4, B schlägt C4, Turm C7. Und ich habe hier keine Probleme, denn mit dieser Struktur F6, E7, D6 ist überraschend stabil. Schönes Gegenspiel hier, stabile Struktur. Ja, man hatte auch den Eindruck, dass er ja gar nicht so richtig... Aber diese Doppelrund schlauchen so sehr, dass die Leute dann auch eher bereit sind, dann auch mal schnell ein Remis zu machen, ne? Das ist zumindest die praktische Wahl. Also wenn man zwei sehr lange Partien spielt, dann kann das eventuell so kommen wie gestern in dem Kampf Hockenheim gegen wen haben sie verloren? Berlin. Gegen Berlin. Ich meine, dort kamen ja Sachen vor, das wird bei einer ersten Partie am Tag niemals passieren. Mhm. Aber gut, das war meine Partie. Absolut unansehnlich. Aber es ging relativ schnell und das ist gut für mich. Ähnlich selbstkritisch wie TBG. Ne? Scheißpartie. Kennen wir, wenn ich spiele online. Finde ich aber gut, nur so wird man besser. Und ich habe auch den Eindruck bei dir, dass du auch selbstkritisch bist und nicht alles in den Himmel lobst, dich selbst hinterfragst. Wir haben schon drei Remis hier. Meier, Wojtaszek, Bakro-Donchenko. Wo war noch? Und Kamsky. Da vorne. Im MWL. Genau. Übrigens, bei Kamsky MWL war eine richtig coole Ressource, möchte ich dir zeigen. Ja.
Mit welcher Seite zeige ich dir das? Am besten die Züge nicht zeigen, damit du selbst drauf kommst. Die habe ich gerade schon im Stream gezeigt, Leute. Das war aber echt so eine coole Ressource und ich möchte von dir eine Einschätzung haben. Ja. Ich möchte erst mal sehen, ob du das ansatzweise siehst. Du siehst jetzt hier nur den Engine-Balken. Ich kenne mich da sowieso nicht gut genug aus, auf Leadchess das zu verfolgen mit Engine. Also. Ja, aber wenn ich dir die Züge zeigen würde, du hast ja Augen. So, die Stellung. Jetzt opfert er hier Läufer A5, Dame A5, D6. Ja. Guck mal den Balken. Okay. Die Drohung ist klar, logisch, ne? Mhm. MVL denkt wie lange nach? 4 Sekunden. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wenn man etwas vorher berechnet, dann spielt man den Zug meistens auch sofort. Dame D8 hat er gezogen. Nach 4 Sekunden. Ja, ist ziemlich sicher und macht wahrscheinlich Remis, ja. Hier steht schwarz -1, -1,5, wenn er einen richtigen Zug macht. Mhm. Guckst vielleicht mal rein, weiß ich nicht, ob du das siehst. Vielleicht drehen wir die Stellung und gucken das mit schwarz. Ich fordere den jungen Mann hier nochmal, ne? Muss er noch ein bisschen Leistung zeigen. Ne? Was haben wir im Moment? Im Moment haben wir eine Figur mehr, ja? Ja. Ich genieße währenddessen den Kaffee. Das ist cool, ne? Wenn man einen gewissen Status hat als Streamer, dann kann man hier die super Großmasse rechnen lassen. Das ist natürlich frech von mir jetzt, das zu machen. Nein, weil also das Erste, was ich gerechnet habe, stellt, glaube ich, alles ein, und zwar Turm A4, DE, Turm E8, Läufer F7 und Weiß gewinnt. Okay. Aber das ist, glaube ich, nicht gefordert. Nee, Turm A4 ist es nicht. Okay, Turm A4 möchte die Dame natürlich nicht verlieren, ne, mit Läufer F7, deswegen Turm A4, logischer Gedanke. Ich hätte es sowieso nicht gefunden. Also, Sekunde, kann man hier einfach maximal gierig spielen mit Läufer D8? Läufer D8 gehört dazu, zu der Variante. Es gibt aber noch einen Zwischenzug. Okay, also wahrscheinlich irgendwie Läufer G4 Zwischenzug, ja, oder so. Aber die Idee halt, dass man die Dame gibt und dann hofft, dass man zu viele Figuren hat, ja? Läufer G4. Die Dame muss ziehen. Ich würde das erst einmal berechnen, zum Beispiel, was ist nach DE? Läufer F3, Läufer F7. Wahrscheinlich Turm F7, oder? Turm F7, ja. Turm F7, Turm A5 und wahrscheinlich Läufer C6 oder so. Läufer zurück, ne? Ja, okay, irgendwo hin. Und Schwarz steht dann mit mehr Figuren. Ja. Ist wahrscheinlich relativ gewonnen. Mhm. Das heißt, die Dame muss ziehen und dann kommt Läufer D8 und man kriegt diese Stellung mit Turm und zwei Figuren gegen Dame, ja? Dame E3 ist die Hauptvariante und jetzt Läufer D8, Läufer F7. Ich glaube, der Computer sagt König F7. Turm A5, Läufer A5 und schwarzer Turm und zwei Läufer für Dame und zwei Bauern. Ja. Und schätzt das besser ein für Schwarz? Ja, ist das wahrscheinlich auch. Wie viel muss ich zeigen, aber ich meine, meistens sucht man nicht nach solchen Sachen. Das ist das halt. Die Variante selbst ist ja nicht allzu schwierig, also man kann das in 5 Minuten ausrechnen, aber dafür muss man sich sicher sein, ich werde hier 5 Minuten verwenden, anstatt das zu spielen, was ich schon vorher geplant habe. Mhm. Bist du auch so ein Typ, der dann auch die Sachen spielt, die er vorher gedacht hat? Ich meine, MWL kennt man ja, der spielt ja wirklich extrem schnell. Ne? Also ich würde das nicht runterblitzen, ohne auf die Stellung zu schauen, einfach nur, weil ich das vorher gerechnet habe. Hm. Aber das kann natürlich schon passieren, dass ich einfach irgendwas spiele und mir nicht überlege, dass es Alternativen gibt auf dem Weg. Hm. Wenn man sich immer aller Ressourcen bewusst wäre, das wäre natürlich, sehr schön, aber das schaffen Menschen leider nicht. Hm. Ja, ich habe natürlich leicht reden hier, ich sitze, ne, die Engine hier eingeschaltet. Gut, sollen wir uns noch ein bisschen euren Kampf anschauen? Ja, wieso nicht? Ja, der sieht, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Ich weiß, du hast nachher noch eine Partie, aber vielleicht hast du noch ein bisschen Zeit. Ja, ich frage mich auch, ob unser nächster Gegner genauso aufstellt wie heute Morgen, weil ich glaube, sie haben einige ihrer besten Spiele ausgelassen. Also entweder sparen. Welcher Fall? Speyer-Schwegenheim. Ah, okay, die. Entweder sparen sie auf oder sie haben den Kampfgeist verloren, ich weiß nicht. Nee, jedenfalls. Ich glaube, die sind einfach. Alle Vereine sind hier mit super vielen Leuten da, um allen eine Chance zu geben. Mhm. So, Vichy steht inzwischen klar besser gegen Andreas Heimann. Das war so eine spanische Partie, ne? Berliner Verteidigung mit D3. Warum steht hier Weiß klar besser aus deiner Sicht? Oder warum sagt die Engine, dass Weiß hier klar besser steht? Also klar ist übertrieben. Also die Engine sieht zumindest mal die bessere Bauernstruktur und mehr Raum. Und wahrscheinlich ist Weiß auch der Einzige, der irgendeinen Plan hat, den er
realistisch durchsetzen kann. Also zum Beispiel, Schwarz muss sogar aufpassen, dass hier nirgendwo D6 kommen kann, unter Umständen. Zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, also in dem Fall funktioniert das wahrscheinlich nicht, obwohl, ja, also hier sowieso nicht, weil es weiß, möchte die Kontrolle nicht aufgeben, aber das ist halt eine Idee. Und zum anderen, am Königsflügel wird wahrscheinlich, wenn, dann eher Weiß irgendwas aufmachen können, eben weil Schwarz so passiv hinten drin steht und D6 überdecken muss. Mhm. Aber es ist, also auch wenn der Computer plus 1 anzeigt oder so, ja. Das heißt noch nicht, dass es leicht ist, einen Plan zu finden. Mhm. Und ich meine, Schwarz wird hier wahrscheinlich einfach Springer H5, Springer F4 hin und her ziehen und sich zeigen lassen. Weil am Damenflügel steht er sehr stabil. Mhm. Also solange er D6 nicht zulässt, gibt es keinerlei Durchbrüche. Und sonst, wie könnte Weiß große Fortschritte machen? Er kann nur, also zum Beispiel nach Springer H5 könnte er eventuell Läufer E5 überlegen, aber das ist sehr, sehr riskant. Mhm. Weiß ist dran gerade, allerdings. Ja. Okay, Weiß ist dran. Er wird irgendeinen Nullzug machen, keine Ahnung, König H1 oder so. Mhm. Ja, das ist jetzt vielleicht... Abwarten, ne? Ja. Nicht nur abwarten, keine Ahnung, eventuell bereitet er später G3, F4 vor, aber es ist halt so, wenn man nicht wirklich mit Weiß auf G3, F4 spielen muss, dann dauert das noch eine ganze Weile. Mhm. Also, der Läufer steht im Weg, ne? Mhm. Ja. Das sind so semi-geschlossenen Stellungen. Ne? Das ist nicht richtig geschlossen, aber feste Strukturen, nichts abgetauscht. Ist da überhaupt irgendwas abgetauscht? Ja, gar nichts. Die Baustruktur ist ja gebrochen, also eine Figur muss getauscht worden sein. Ich Patznase. Natürlich, Läufer C6 war doch am Anfang. Ja, aber sonst ist nichts getauscht. Ja. Die Baustruktur ist gebrochen, das ist auch ein interessanter Ausdruck. Ich weiß nicht, ob das die richtige, der richtige Begriff ist. Nein, keine Ahnung, aber fühlt sich für mich natürlich an, das zu sagen. Ja, aber ja, das ist cool, ja, gefällt mir. Die Bornstruktur ist gebrochen, das ist cool. Nee, vor allen Dingen zu sagen, ist das russisch, ist Quatsch, weil du bist hier geboren, glaube ich, ja? Nein, ich bin in Moskau geboren. Ach, aber sehr früh nach Deutschland. Mit 4 Jahren. Ja, ja, genau, ja. Sehr früh, ja, ja. Aber sprichst du fließend Russisch eigentlich? Ja, ich spreche das auch zu Hause, also das geht nicht verloren. Hm. Aber das wird auf jeden Fall in der zweiten Zeitkontrolle entschieden, glaube ich. Also zweite Zeitkontrolle heißt also 15 Uhr oder sowas, ne? Ne, 14 Uhr? Spät genug, dass beide keine Zeit haben für die zweite Partie. Mhm. Oder keine Lust dann hinterher. Aber ihr spielt ja gegen Speyer, da seid ihr klarer Favorit. Die armen Baden-Badener spielen gegen Hockenheim. Ja. Ich will jetzt nicht fragen, weißt du, ob noch andere Spieler da sind? Weil du würdest mir sowieso nicht antworten. Bei Baden-Baden. Bei Baden, woher soll ich wissen, wer bei Baden-Baden da ist? Weiß ich nicht. Ja gut, ja, da ist es auch Baden-Baden. Ihr gehört ja so ein bisschen zusammen auch, ne? Ja, aber ich meine, wir spionieren sie ja nicht aus. Also. Ja, okay. So, machen wir mal hier, wer ist noch am Spielen? Richard gegen Krasenk. Moment mal, wir haben schon wieder ein Unentschieden. Nee. Noch doch, Matthias gegen Adams. Matthias gegen Adams. Oh. Das ist nicht besonders gut. Ich glaube, Matthias stand sehr verheißungsvoll. Ja, also laut Engine... Ziemlich klarer Vorteil. Das ist alles Theorie hier, aber diese Variante ist ein bisschen anrüchig für Schwarz, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob das Theorie ist, aber ich kenne diese Strukturen auch aus dieser Variante. Und was hat er gespielt? Genau, DE ist meistens richtig. Und hier kommt halt irgendwann der Moment, wo Weiß einfach sagen muss, es ist ihm alles egal und er spielt vorwärts. Und wenn man den falschen Moment erwischt, dann kann es nach hinten losgehen. Und Matthias erwischte vielleicht den falschen Moment hier mit F5 zu früh? Ich weiß nicht, ich dachte sogar, ich habe noch die Stellung später gesehen, ich dachte, die sieht auch noch ganz gut aus. Er opfert hier, aber ist kein Opfer, weil nein, C5 fängt. Das ist einfach nur eine Abwicklung. Springer D5, Turm E5, genau, nimmt, Dame C3. Ich habe die Stellung gesehen, ich dachte, das sieht eigentlich auch noch relativ gut aus, aber wahrscheinlich hatte Adams das hier alles im Griff. Also, der Bauer ist gefesselt. Wird wahrscheinlich einfach alles forciert abgetauscht. Läufer F5, Turm E5, Leute, das bringt nichts. Und Dame D3 und jetzt einfach zurück. Achso, er hat einfach, ja, so eine Stellung gegen Adams zu gewinnen, da wird man zur zweiten Partie zu spät kommen. Der weiße König ist auch zu schlecht hier einfach, ne? Und da, jetzt gibt er noch Dame D2 Mauer. Hat er Remis geboten, ja? Mit dem Zug. Das wäre eine logische Zugfolge, oder? Ja, er nimmt den zweiten Bauern, aber da Weiß die Damen getauscht hat, ist wahrscheinlich, wenn, dann kann nur er irgendwas versuchen. Und er wird halt den Turm abtauschen. Das ist seine Idee, aber dann hat Schwarz 2 Bauern und wird irgendeine Art von Festung aufbauen. Mhm. Hätte man aber vielleicht noch weiterspielen können, oder? Mit welcher Farbe jetzt? Mit Weiß, wenn man die Damen getauscht bekommt? Wenn man die Damen und den Turm getauscht bekommt. Wenn man den Turm nicht getauscht bekommt, dann ist es nichts wert. Also sollte zum Beispiel man kann Schwarz vielleicht sogar Turm E8 spielen?
Ich weiß nicht, Computer wird es vielleicht nicht gefallen, aber sagen wir G5 und König G7. Wahrscheinlich ist das nicht das wert. Oh, A2 hängt auch. Ja, aber wahrscheinlich ist es das nicht wert. Also man nimmt den zweiten Bauern, weiß tauscht die Türme und dann stellt sich Schwarz irgendwie auf mit... Ja, er muss halt irgendwie es schaffen, mit dem Läufer einen der Damenflügelbauern zu decken und dann kann er mit den drei Bauern da ewig rumstehen. Aber die Frage ist berechtigt, muss berechtigt sein, wenn er gegen einen Spieler gespielt hätte, der nicht Adams gewesen war, sondern Georgios Ulaidis, hätte er dann Remis angeboten? Ich muss sagen, wahrscheinlich nicht. Aber ja, es ist, wie es ist. Okay, dann haben wir schon 4 Remis, 2-2, Gata, also Brett 1, Brett 3, Brett 5, Brett 6. Dann haben wir, also Also wir haben noch 3 Schwarzpartien, ja? 3? Heimann ist schwarz, Krasenkov ist schwarz, stimmt, und Dauthoff. Die zweite große Hoffnung aus Deizisauer Sicht war, glaube ich, hier auch Dimitri Kollas, ne? Der kam gut aus der Öffnung raus. Das war auch alles nicht Theorie hier. Hier zum Beispiel nach C4. Warum nimmt der nicht auf B7? Okay, hier muss man rechnen. Das ist eine sehr komplizierte Stellung und vielleicht hat er sich verrechnet, vielleicht hat es ihm einfach nicht gefallen. Läufer C6, okay, ist Läufer schlicht H2 mit Gewinn der Dame hier. Ja, zum Beispiel hier gibt es wahrscheinlich, Turm D1 ist vermutlich einziger Zug. Und dann sagen wir Läufer H2, König H2, Dame C7 und Dame B7. Obwohl, nee, Dame C7, Dame D6 gewinnt wahrscheinlich mehr oder weniger. Ja. Ja, hier ist Springer. Ah, wegen dem hier. Genau. Also er müsste dann irgendwie mit dem, also ins Endspiel möchte Schwarz sicher nicht, deswegen muss er irgendeine andere Fortsetzung finden. Aber hier steht Weiß einfach total gut, ne, angeblich. Hier ja, also nein, wenn er ins Endspiel zulässt, gewinnt Weiß, mehr oder weniger. Ach, du meinst diese Geschichte hier? Ja, einfach Läufer irgendwo hin. Weil er super starke Freibauern hat hier? Ja, er spielt schon einfach Springer A5, B4, B5, C5 und das ist vorbei. Vielleicht geht sofort irgendwie Läufer schlägt H2 statt Läufer C6 und das hat Dimitri nicht gefallen, weil da die Damen nicht getauscht werden. Weil ich meine, je mehr Figuren auf dem Brett sind, desto schwächer ist halt der weiße König ohne die Bauern, aber... Aber ist das nicht nur einfach eine Variation dessen, was wir gerade gesehen haben, nur mit Damen auf dem Brett? Mehr oder weniger, aber die Damen sind halt auf dem Brett. Es ist halt nicht so einfach, wie es ausschaut, glaube ich. Das mit Sicherheit nicht. Interessant. Also war vermutlich besser, aber Dimitri hat vermutlich irgendwas Sicheres gespielt. Dame D6, Springer E4, Dame E5. Ja, er wird vermutlich auch hier irgendwo den Läufer auf C6 bekommen und mit dem Läufer gegen Springer wird er Vorteil haben, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich genug sein wird. Wird sich zeigen. Aber solche Stellung spielt Dimitri super gerne, ne? So, ja, so. Ich meine, die spielen viele Leute gerne. Kontrollierte Offensive, ne? Ja, so. Kennst du Otto Rehagel, Griechenland 2004, Europameister? Ja. Kontrollierte Offensive. 2004, so alt bist du gar nicht. Du bist sogar mal 19? Ist so alt. Nee, warte mal, 20? Ich bin 23. 23 schon? 2004 habe ich erlebt. Die Fußball-EM habe ich dann nicht verfolgt, aber ja. Kontrollierte Offensive, aber ich möchte nochmal auf die Partie Rapport gegen Krasenkov schauen. Machen wir. Weil da glaube ich, hatten wir am ehesten Potenzial zu verlieren. Oh, inzwischen hat sich das Potenzial potenziert. Schwarzer Turm und Springer gegen Dame. Turm, Springer und Bauer. Und würde der Springer zurückkommen, hat Schwarz sehr gute Aussichten auf eine Festung, aber das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Schwarz muss dran sein, sonst ist der Springer weg. Hä? Nein, ah, nee, Moment. Der Läufer auf D6 will auch hängen, aber Weiß spielt wahrscheinlich Läufer C7 oder E7 und zerstört die Koordination komplett. Also Läufer C7 greift den Turm an. Turm D4 ist vermutlich einziger. Ja, um den Springer zu decken. Und hier gibt es absolut kein Szenario, in dem der Springer jemals zurückkommt. Also wahrscheinlich, wenn Weiß sogar irgendwie F5 oder so spielt, steht er immer noch auf Gewinn. Das Problem ist, er kann nicht zurück, weil er wird immer geschlagen. Was soll er auf B2? Der Springer steht sehr schlecht. Ja, die Koordination ist schlecht, wie du sagst. Okay, also hier deutet sich ein klarer Sieg an für Rapport. Ja. Das ging schon aus der Eröffnung los, da ist irgendwas falsch gelaufen. Kann sein, ja. Ich hatte halt noch die Stellung gesehen, wo die Koordination ganz in Ordnung war, aber Weiß noch einen Bauern hatte auf B2. Ich dachte, das könnte vielleicht noch eine Festung werden, aber anscheinend wird das nicht mehr der Fall. Okay, dann haben wir noch, Vichy haben wir schon, müssen wir nicht nochmal gucken, Movsesyan, Dauthoff. Ja. Dauthoff ist Deizisau. Hier muss man sagen, hier muss ich übrigens, da habe ich den Movsesyan kritisiert,
ab und zu kritisiere ich auch mal Leute. In der Stellung hier. Hier, G6. Ja. Du bist Karo-Kann-Spieler. Wovor hättest du Angst? Ich habe immer Angst vor E6. Ja, in jeder Stellung. Aber E6 ist hier schon... Okay, F schlägt E6. Turm E1. Gut, stellt sich die Frage, ist Turm E6 eine schlimme Drohung? Naja. Sagen wir... Wenn ich den bekomme, ich habe Springer E5 danach, Turm auf die E-Linie. Das sieht doch super aus für Weiß, oder? Okay, mal schauen. Ich bin enttäuscht, dass er den nicht gespielt hat. Ja, jetzt denkst also du konkret nach, aber alleine schon aus strategischen Gesichtspunkten, Initiative, Dynamik, schwarzer Königsflügel ist schwach. Ja, ich meine. Felder, E5, D6. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. In dem Fall ist die Initiative natürlich da, aber die Frage ist, wenn er E6 nicht spielt, steht er ja immer noch besser. Er hat Springer E3 gemacht. Ja. Springer C7 und jetzt hat er Läufer B4 gemacht, so ein bisschen halt sehr, sehr slow halt. Ne? Und jetzt haben wir diese Stellung hier. Wahrscheinlich hat er gehofft, dass er nach D6 reinkommt und ihm das was gibt, aber es kommt Springer B5 hier. Und euer Mann hält dagegen. Ne? Und Rustem ist natürlich ein sehr erfahrener Spieler. Ja, jetzt haben wir die Stellung hier. Ist halt, okay, also hier, jetzt wird einiges vom Brett kommen, ja. Na, er wird nehmen wahrscheinlich, ne? Ja. Dann kommt aber Turm D5 oder was kommt hier? Vermute ich mal. Ja, Weiß hat noch eine kleine Initiative, ne? Ja, das schon. Hm. Aber ich weiß nicht, ich denke, da sah die Stellung schon mal schlimmer aus. Ja, ja, genau. Hm. Die Sache ist die, wir haben leider jetzt kein Brett, an dem wir wahrscheinlich gewinnen können. Dimitri höchstens, ne? Jetzt muss Dimitri was zeigen. Ja, am ersten, also. Ja, und Heimann muss irgendwie halten, ne? Ja, aber gut, da ist die Partie, sag ich mal, die wird sich so langsam entwickeln, das dauert noch. Okay. Okay, danke dir, dass wir die Partien kurz durchgegangen sind. Vielleicht noch ein, zwei Fragen aus dem Chat. Was war hier? Frage an den Gast. Ja, das ist so Standardfrage. Was sind deine nächsten Ziele, Turniere? Ich vermute mal, du spielst den Grand Swiss in Riga, ne? Logischerweise. Ja. So wie alle deutschen Spitzenspieler, Grand Swiss. Naja, also es spielen nur drei mit Matthias, Vincent und ich. Nisipiano? Er spielt nicht, nein. Okay, wie kam ich darauf? Dann war das eine veraltete Info auf der Webseite, ich weiß es nicht. Ich hatte den Eindruck, dass mehr deutsche Spieler mit dabei sind. Ist bei dir irgendwo der Cut gewesen mit der Elo? Also ich kam noch relativ locker rein. Also Nisipiano hätte spielen können, da möchte glaube ich einfach nicht. Okay. Also Grand Swiss in Riga, Leute, das ist zur Info jetzt Ende Oktober, Anfang November. Das geht darum, dass die ersten beiden Plätze für Kandidatenturnier, die ersten beiden, ja. Und ich glaube, die ersten x Plätze irgendwo in den Top 10 qualifizieren sich für den FIDE Grand Prix. Aber ich habe das noch nicht genau studiert. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Format der stattfindet oder was. Okay. Der findet übrigens in Berlin statt nächstes Jahr, der FIDE Grand Prix. Alle vier Turniere? Ich glaube, ja. Ne? Ich hab's noch nicht geschaut, weil ich meistens ist es sehr dubios, wie man in solche Turniere reinkommt. Deswegen. Gibt vielleicht die ein oder andere Wildcard für einen deutschen Spieler. Gratulation an Donchenko für das Spiel gegen Carlsen in Holland. Weikernsee, was war da nochmal? Ich habe in Weikernsee gegen Carlsen gespielt Anfang des Jahres. Das war eine der wenigen Partien, die ich gut gespielt habe, ja. Das war ein Remis wahrscheinlich, ne? Du standst ziemlich gut im Endspiel und so, ne? Stand ich, glaube ich, nicht, aber ich habe im Endspiel gut das Remis gehalten. Okay. Aber, okay. Ja. Okay. Haben wir noch eine weitere Frage für Alexander? Ich habe vielleicht irgendwas verpasst im Chat, Leute. Ich habe die ganze Zeit nicht geguckt. Herr Donchenko hatte einen CPL von 6. Was soll das heißen? Was ist ein CPL? Weiß ich nicht. Bin ein Riesenfan. Schön. Schön, dass du da bist. Läuft bei Donchenko. Bei Alexander läuft es. Auf jeden Fall. Habe ich noch eine Frage? Ja, so Standardfrage vielleicht noch. Du bist ja Profi, ne? Ja. Klar. Wie sieht so dein Tagesablauf aus? Bist du diszipliniert, würdest du sagen? Trainierst du viel? Würdest du dich selbst für diszipliniert halten? Muss man ja eigentlich sein, ne? Ich meine, wenn man Profi ist, Top 100 in der Weltrangliste. Ich denke, zuletzt spiele ich einfach sehr, sehr viel. Aber normalerweise ja. Also ich, wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich tatsächlich jeden Tag an meinem Schach zu arbeiten irgendwie. Denn es ist ja nicht so,
dass ich nur Turniere spielen kann, denn dann kriegt man solche Partien wie heute und ich sag mal, das ist schön und gut, aber viel, viel gelernt hat man aus der Partie nicht. Mhm. Außer, dass ich meine sizilianische Varianten kenne und dann Remis mache. Und deswegen, ja, wenn man zu Hause ist, dann kommt es halt darauf an, dass man auch versucht, sein eigenes Spiel, seine Eröffnung in irgendwelche neuen Richtungen zu entwickeln. Mhm. Also viel Eröffnungstraining, ne? Ja, mhm. Tatsächlich ist das ist leider der Fall. Andererseits kann man dadurch auch, sage ich mal, sich selbst schachlich erweitern, denn man kriegt sehr viele verschiedene Stellungstypen zu sehen. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass es sehr viele Stellungen gibt, wo ich erst einmal 10 Minuten nachdenken muss, bevor ich irgendeine Ahnung habe, was passiert. Mhm. Und Eröffnungstraining bei Profis heißt, Leute, das bedeutet Leertaste. Also erstmal Leertaste, Stockfisch halten. Eine Leertaste bedeutet, dass die Stockfisch die Züge automatisch ausführt, aber auch sehr, sehr tief. Ne? Also nicht die ersten 10 Züge, Eröffnung gehen dann sehr weit ins Mittelspiel, nein, 20 Züge, 30 Züge. Ja, aber und das ist tatsächlich auch nicht nur Leertaste drücken, denn ich sag mal, jeder kann den ersten Computerzug eingeben und das auswendig lernen. Es kommt eben darauf an, dass man eventuell auch solche Varianten wie Bakur heute gespielt hat, die vielleicht nicht in den ersten 3 Varianten des Computers sind, aber trotzdem praktisch gut zu spielen sind für Weiß, dass man die anschaut und daraus versucht, Profit zu schlagen. Hm. Ist hier ein Damenopfer? Warum ist hier ein Damenopfer? Er hat Springer B5 gezogen, tatsächlich. Turm D8. Turm B schlägt D8. Aha. Ich weiß nicht, warum er die Dame geopfert hat. Vielleicht hat er Angst vor E schlägt D6. Vielleicht hat er auch einfach nicht gesehen, dass B6, Turm D6, B schlägt A5 vollkommen in Ordnung ist. Die Variante ist aber nicht einfach, ne? Also, das ist, ja, vor allem, was passiert? Ah, nach Turm D8 kommt AB, ja. Das heißt, das geht nicht. Und, ja, das der hier wird Schwarz schon besser stehen. Ja, ja. Und sonst, ja, wenn er halt den Bauern abtauscht und keinen Freibauern auf D6 bekommt mit Weiß, dann ja, ja. Kann das nur okay sein. Wie ja, lange vielleicht hat er vor irgendwas Angst gehabt nach B6. Das heißt, das sieht jetzt gut aus für Bahn. Auch an diesem Brett, theoretisch, auch wenn Schwarz hier natürlich noch Möglichkeiten hat, irgendwie sich super stabil hinzustellen. Toller Typ, sehr sympathisch, ja, finde ich auch. Und sehr interessante Aussagen. Man merkt natürlich auch den Unterschied zu Profis, zu starken Großmeistern, wie die trainieren, wie die denken vor allen Dingen. Ist nochmal ein ganz anderes Level, Leute, ne? Und ist halt nicht Twitch-Streaming-Niveau, das ist noch ein bisschen eine ganz andere Geschichte hier. Alexander, ich will dich nicht weiter aufhalten. Danke, ja. Dass du dabei warst. Ne? Viel Erfolg. Ja. Nächsten Turnieren. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao.